So, als erstes muss ich in meinem Gesicht ein bisschen Foundation verteilen. Das muss ich überall im ganzen Gesicht schön verteilen. Schön auf der Nase und unter den Augen. Und jetzt alles mal ein bisschen schneller, damit wir hier auch noch vorankommen. Alles ein bisschen schneller und überall schön gleichmäßig verteilen, damit man auch, dass auch überall alles genau gleichmäßig ist und es nicht auffällt. Jetzt noch unter den Augen ein bisschen was verteilen. Schön gleichmäßig, aber auch nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Das andere Auge natürlich auch noch. Schön gleichmäßig verteilen. Jetzt noch ein bisschen neben der Nase, um die ein bisschen in Form zu bringen. Auf dem Kinn auch noch ein bisschen, kann ja nicht schaden. Und alles wieder gleichmäßig verteilen mit dem Pinsel. Und verteilen. Und dabei auch darauf achten, dass man den Mund zumacht. Du willst es ja nicht essen. So, da muss auch noch ein bisschen verteilt werden. Unter den Augen muss ich auch noch verteilen. Das sind diesen schönen Bogenbewegungen. So hin und her, links nach rechts. Im Kreis ein bisschen auf die Augen. So, sieht gut aus. Jetzt noch ein bisschen weißes Puder neben die Nase. Ich glaube, das ist Babypuder. Schön neben der Nase, unterm Auge verteilen, verteilen, verteilen. Andere Seite auch. Verteilen, verteilen, verteilen. Auf der Nase natürlich auch noch ein bisschen. Und ja, auf dem Kinn natürlich auch. Und auf der Stirn auch. Und oh, jetzt ganz viel davon nehmen. Und weiter verteilen. Oh, jetzt siehst du aus wie Johnny Depp. Jetzt sehe ich aus wie Johnny Depp in Blow. Und alles gut verteilen. Jetzt nehme ich mir noch diesen massiven pinken Buntstift und male mir damit die Lippen an. Schön die Konturen der Lippen folgen. Gut verteilen. Sitzt, passt. Und jetzt das weiße Puder verteilen. Schön mit noch einem Pinsel nehmen und verteilen. Alles gut einarbeiten da, damit man auch nicht glänzt. Und auch schön auf der Stirn. Alles schön ordentlich und gleichmäßig einarbeiten. Jetzt nehme ich hier so eine Wassersprühdose und sprühe mir das Gesicht an, weil wegen Fixieren, glaube ich. Deswegen mache ich das. Warum auch immer, jetzt kurz trocknen lassen. Und schön abwedeln. Und jetzt noch ein bisschen braunes Puder. Ja, braunes Puder auf die Stirn, an den Haaransatz, damit, weiß ich nicht, es da dunkler ist als woanders. Warum auch immer, aber es muss da dunkler sein als woanders. Schön auch unter der Nase noch ein bisschen, in die Nase noch ein bisschen. Das kitzelt auch überhaupt nicht an der Nase. Ich muss auch nicht gleich niesen. Jetzt noch ein bisschen auf die Wangen davon. Vorsicht, dass man nicht den Ohrring rausreißt. Das wäre nicht schön. So, gut verteilen, gut einarbeiten da. Auf die Wangen und aufs Kinn. Ach, nicht aufs Kinn. Da halt auf die Wangen. So, stehen auch noch ein bisschen Augen, kann auch nicht schaden. Da noch ein bisschen was hin. So, ein bisschen auf den Augen noch verteilen. Und jetzt malen wir mir Augenbrauen. Schön vorsichtig, weil die Augenbrauen sollen ja auch gut aussehen. Und möglichst natürlich. Da sollte man sehr vorsichtig und genau sein. Perfektionistisch. Und das jetzt alles auch mal ein bisschen schnell, das dauert sonst alles viel zu lange. Und jedes Haar einzeln malen und jetzt natürlich die andere Seite auch noch. Huiuiuiui. Ist man ja gut beschäftigt mit zwei Augenbrauen. Und malen. So, sind wir jetzt fertig mit den Augenbrauen? Nein. Oh, und jetzt noch mehr Farbe auf die Augenbrauen. Jetzt werden sie dunkel. Jetzt werden sie dunkler. Schön alles gleichmäßig auf. Füllen mit Farbe, ausfüllen mit Farbe, damit es auch ordentlich und gut aussieht und zu den Haaren passt, zu der Haarfarbe. Die Seite sieht gut aus, jetzt kommt die nächste Seite dran. Und immer vorsichtig sein, damit man nicht übermalt, sonst hat man noch zusammenwachsende Augenbrauen.
Und jetzt kommt das komische Gerät hier, dieses Moped. Ach, das ist ein Eyeliner. Ja, jetzt arbeiten wir mit dem Eyeliner. Damit ziehen wir jetzt einen schönen, dünnen, schwarzen Strich über die Augen. Da müsst ihr ganz besonders vorsichtig sein, weil sonst geht es schnell mal ins Auge. Und jetzt die andere Seite noch. Das ging aber schnell. So. Vorsichtig und fertig. Und es kommt denn jetzt? Oh, noch mehr Eyeliner. Ja, jetzt wird wieder mit Eyeliner ein bisschen neben dem Auge gemalt. Oh, ja, auch schon wieder fertig. Beide Seiten fertig. Jetzt kommt die Wimperntusche. Hui, da bewege ich jetzt das. Da klimper ich jetzt so mit dem Auge, damit die Wimperntusche sich ordentlich verteilt. Und jetzt die andere Seite, wo ich den Pinsel andersrum halte. Ob das irgendeinen Sinn und Zweck hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wieder schön mit den Augen klimpern und jetzt nochmal die andere Seite ein bisschen nachbessern. Es muss ja alles gleichmäßig aussehen. Schön mit den Augen klimpern. Klimper, 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 klimper. Die andere Seite auch nochmal ein bisschen, damit alles ordentlich aussieht. So, und jetzt kommen wir zu Rosa Puder. Puh, das kommt jetzt auf die Wangen. Ah, damit man schön frisch aussieht und gesund. Weil rosa Wänkchen implizieren Gesundheit. Schön da einarbeiten, damit es auch nicht unecht aussieht. Und work it in, bitch. Work, 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 work. Und auf die Kinn und Nase und Stirn auch noch ein bisschen. Ja, und schon ist er fertig, der Sonntagslook. Tüdelülü. Hier, so schön bin ich geworden. Und hier geht's zum nächsten Video, zu anderen Videos von Dr. Wusch. Klicken, Daumen nach oben. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss. Tschüss, ja, tschüss.